So, also heute möchte ich mich, aber auch euch mal so ein bisschen fragen, besonders die Frauen, wo eigentlich die Weiblichkeit in den letzten Jahren hin verschwunden ist. Ich bin total sonst sehr zurückhaltend mit dem, was ich so an Meinungen äußere, weil ich tatsächlich finde, jeder kann einfach auch seine Meinung haben, das ist ja auch ganz wichtig. Aber ich habe eben auch eine und die würde ich mal gerne heute loswerden. Und zwar ist mir aufgefallen, dass das Yoga, obwohl es jetzt Yin-Yoga gibt, was ja die weibliche Seite betont, doch extrem auf männliche Werte ausgerichtet ist. Es ist total leistungsorientiert. Ich finde, es ist sehr muskelintensiv und es geht doch immer weiter, höher, schneller nach vorne. Und ich frage mich, wieso das so ist. Und besonders, wieso das von Frauen so wahnsinnig gewünscht wird, weil in den Klassen sind ja weniger Männer, die sagen, hey, wow, das ist ein Yoga für mich, super cool, sondern es sind unheimlich viele Frauen da, die sich durch teilweise wirklich kräftezehrende Klassen quälen, dabei super toll aussehen und alles an der richtigen Stelle sitzt und ich diese Entwicklung doch ein bisschen kritisch beäuge. Und mich einfach frage und auch euch frage, warum ihr glaubt, dass das so ist. Yoga ist ja eigentlich ein männlicher Weg. Also es ist ja ein Weg, der von Männern für Männern gemacht wurde. Und es ist toll, dass Frauen diesen Weg für sich auch entdecken. Ich frage mich halt nur, warum gerade diese Ausprägung? Warum machen Frauen nicht was anderes aus dem Yoga? Machen sie ja auch, gibt es ja auch. Ich gehöre ja auch dazu, mit dem Mondgruß, dem Sternengruß sind ja alles auch Tendenzen, die Richtung Weiblichkeit gehen. Aber gewünscht wird, weil das zeigen einfach die Zahlen der Besucher von den Klassen, die hauptsächlich in diesen männlichen Bereich gehen, ja, sind einfach sehr, sehr hoch. Und mich interessiert, warum. Und ich würde mich total freuen, wenn wir dazu ein bisschen sprechen könnten. Ihr mir schreibt oder auch hier auf Facebook eure Kommentare hinterlasst. Es ist nämlich ein ziemlich wichtiges Thema und eins, worüber man auch mal sprechen sollte. Und deswegen mache ich das hier einfach mal auf und freue mich darüber, mit euch ins Gespräch zu kommen. Bis dahin eine ganz gute Zeit.